Hi, gut, dass du da bist. Rotkohl oder Blaukraut? Du siehst hier den Versuch Nummer 1, Herstellung von Rotkohlsaft. Hier sind alle Materialien, die du für diesen Versuch benötigst. Natürlich wie immer eine Schutzbrille. Dann benötigst du Rotkohl, ein Becherglas, ein Trichter, ein Glasstab und heißes Wasser, am besten aus einem Wasserkocher. Als erstes musst du den Rotkohl mit kochendem Wasser übergießen. Dann musst du umrühren und die Mischung muss etwas abkühlen. Jetzt lässt du die Mischung etwas stehen, sodass sich die Rotkohlstücke am Boden absetzen. Wenn sich das Wasser verfärbt hat, gieße die Lösung vorsichtig in das zweite Becherglas, ohne dass die Stücke mitkommen. Du konntest beobachten, dass sich das Wasser leicht bläulich gefärbt hat.